Geh weg. Vielleicht. Keine Ahnung. Gehst du nur bis zur Hälfte vom Balken und dann wieder zurück? Nee. Aber guck mal, so gleich. Oh mein Gott. Na, ich wollte eigentlich. Ich habe vergessen, dass er so einen Schritt nach vorne macht. Aber das ist tatsächlich mal smart. Ah, na klar, na klar! Gott, hat der viele Lebenspunkte? Stabil. Wie viel Lebenspunkte hat er denn bitte? Vielleicht brennt er besser. Hätte sich auch ein Brenn gemacht. Ich hätte gedacht, weil es eine Pflanze ist. Oh, ein Pilz. Und vor allen Dingen, ach, das ist vergiftet. Oh, aber nicht mehr. Ich sehe nichts. Uiuiui. Ey. Ach, das mal die Seuche. Ein blöder Bogenschütze. Ja, zum Glück hat er daneben geschossen. Ja. Das Eisenstier, Schlangenkopfpilz und Affenkopfpilz. Aua. Oh no. Täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Ich finde, wenn das soweit ist, das stresst halt einfach. Ach, kann man wohl nicht sagen. Ey, hey, hey, Freunde. Ach, das war so, ich hab's vergessen. Hm. Wenn ich noch dazu komme. Uiuiui. Oh, Flasche leer. Schöne Haare hier. Sollen wir mal das Ding rein hier. Also eine Geisterseele, die wir jetzt nutzen können, oder? Ja. Vom Pilzkopf. Ich geh mal kurz. Pilzmann. So, ne, der hier. Der Auserkorene nennt die Gestalt des Pilzmanns an. Er schwingt einen Stab, der sich wie ein Rad dreht, um sich dem Feind und Yoguai in der Nähe zu stürzen. Ach, um sich auf den Feind und Yoguai in der Nähe zu stürzen. Mhm. Ich finde aber den Kopfstoß immer noch ganz brauchbar. Ich kann ehrlich sagen. Mir ist gerade was aufgefallen, als ich das Ding eingesammelt habe. Das muss ich eigentlich gleich mal erzählen. Da waren auf jeden Fall noch Kisten unten in den Gefängnissen, also in den Zellen. Aber irgendwie sind wir da noch nicht reingekommen. Hier sind wir gerade rein. Gehen wir hier weiter. Geht's schon wieder nach oben. Oh mein Gott.
zurück. Okay, ich glaube, hier kommen wir noch von oben runter. Weißt du, was mir gerade übrigens aufgefallen ist? Erzähl mal. Guck mal meine Flasche an. Voll. Ja. Nach dem blauen? Ja. War der komplett aufgeladen. Das ist ja geil. Weißt du, was geiler wäre? Wenn Spanner sich auch aufladen würde. Hm. Ja, das wäre super, aber das können wir leider gerade nicht. Mein Gott, wie hoch geht das denn hier noch? Ist das schon wieder eine Etage höher? Nee, aber hier geht's gleich wieder hoch. Guck mal einmal heilen. Okay. Genau. Damit man hier nichts verschenkt. Müdiges Bett. Na, ich weiß noch nicht. Also, keine Ahnung. Wir hatten ja auf jeden Fall noch eine Gefängniszelle, habe ich gerade gesagt, noch so eine Kiste oder mehrere Kisten, ich weiß ja gar nicht. Irgendwie geht's hier auch nirgendwo rein. Vielleicht erst nachdem man den Boss besiegt hat. Ja, oder so. Kann ich mir auch vorstellen, dass man sich dann das Gebiet nochmal richtig an. Nimm einfach mit. Essenzen brauchen wir immer, wenn wir mal wieder irgendwas aufrüsten wollen. Aber überall welche, ne? Ja, da sind noch mehr Kisten. Sehr verlockend, dass da gleich zwei sind. Ja. Mehr zu. Ja, ich glaube wirklich, dass der Boss dann erst sterben muss. Ja, und dass der dann die ganzen verfluchten Sachen auf. Kannst du da rüber? Das ist sehr weit. Also man könnte da. Na gut, du würdest ja nicht drauf gehen. Das ist nur ein Stück. Ich dachte, du machst jetzt schon richtig einen Sprung. Kannst du da links auf diese kleinen, auf diesen kleinen Vorsprung und dann irgendwo reingehen? Hier? Vielleicht wie so ein. Da fällt man durch. Oh Gott, das war gemein. Das wusste ich nicht. Das von Alphaband. Das war ja fies. Cool. Mhm. Heilung! Ich hab Heilung gedrückt! Heilung war raus! Gott, ey, das. Geh doch einfach zum Boss. Danach kann man sich bestimmt ganz entspannt dieses Gebiet hier angucken. Ich weiß nicht mal, wo der Boss ist. Na, du hast ja vorhin runtergeguckt. Ja, aber das war viel zu hoch zum Runterspringen. Meinst ich bin da keine 300 Meter runter, dann bist du verrückt. Na, oder halt wirklich an den Kisten da runterspringen. Das ist wahnsinnig fette Beute. Ja. Gott. Heilung, ja. Heilung war raus, eindeutig. Ist so, ich hab doch gedrückt. Und Joe, Hallöchen. Einen Hello. Wunderschönen Nachmittag dir. Hier ist schon wieder echt irre. Mario hat schon 3 Tode gesammelt heute. Ohne Boss. Das ist sehr ungewohnt. Hier so ein Fritzi, da kommt noch einer. Oh komm, hoffentlich kriege ich noch hin, während ich hier. Ach, geh weg. Das sagen die Heiler in WoW auch immer. Ja, ja. Oh nee. Eieiei. Warum höre ich gerade nichts? Na, weil du geslowt bist. Man hat halt so einen Fluch. Fluch auf dem Fluch. Ist schwer vorbei mit der Seuche, Mann, ey. Ich will die noch umbringen. Ja. Scheiße. Boah. Also, der ist ja auch wirklich ein bisschen drüber, ne? Bisschen geladen, der Gute. Das überlege ich, meine, die geben halt irgendwie deutlich weniger als die Großen, ne? Ja, und sind teilweise schwerer. Aber fühlen sich einfach schwerer an. Ach Gott, so war denn jetzt der Weg nach oben? Ich hab's schon wieder vergessen. Mein Gott, ich glaube, der war ganz am Ende. Miri, Hallöchen! Hallo! Schönen Nachmittag! Mario hat schon Tode gesammelt. Mhm. 3! Ohne Boss! Ich muss wiederholen, weil es passiert alle 1000 Jahre einmal. Was? Ja, dass du stirbst ohne Boss? Nee, also runterfallen kann ich auch, also das ist easy. Und springen, einfach versuchen wir mal. Nee, da komme ich nicht rüber, das ist viel zu weit. Dann nicht. Dann falle ich gleich wieder runter. Okay, man soll doch springen. Sieht immer aus, ob man irgendwo. Eine Kiste. Oh, und da ist aber auch einer. Da ist so ein schwererer. When it's full, it's different.
Der Teufel persönlich. Ey, warum hat denn hier gerade nicht... Okay. Hast du die Pose gewechselt? Nee, habe ich nicht. Hat einfach nicht mehr geschlagen. Oh mein Gott. Oh Gott, Heilung. Ja, aber ging... Hä, ich hab gedrückt, es geht... Ach, weil der Bogen... Da ist noch ein Bogenschütze irgendwo, deswegen hab ja, ich ja, der nicht. Hat dich angeschossen oben. Der steht oben rechts auf dem Hügel. Boah. Mann, du blöder Bogenschütze, geh weg. Der geht mir richtig auf den Zimmer da oben. Genau, Stift, geh mal ein. Ist so. Der steht da oben nur im Weg. Mein Gott. Kamera. Okay, der ist verbrannt und du kleiner Pisser da oben. Ja, springst du hoch oder? Springen. Springen. Kann er nicht springen nach vorne? Kann sein, dass der nicht springen kann, ja, ja. Der kann nur. Kannst du jetzt springen? Schon bitter. Die Feuerform kann nicht springen. Eieiei. Hey! Hey! Kleiner Pisser. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich hasse es. Mario in der Open World gestorben? Der gute Mann ist kaputt gegangen, glaube ich. Glaube ich auch. Jetzt kommst du runter, oder was? Okay, naja, immer eine Kiste. So. Mit Epics. Komm, epischer Shit. Veredelter Eisensand. Und blutes Eisenspiel. Wofür braucht man die nochmal zum Aufrüsten von irgendwas? Ja, Waffen und Rüstung. Ach, die Waffen war das, ne? Waffen und Rüstung. Okay. So, wo stehen wir jetzt wieder hier, nachdem wir runtergefallen sind? Oh, kannst du über den Baum laufen? Nein. Ah, nee. Wo soll ich denn hinlaufen? So ein Experiment kannst du bitte nur du machen. Danke. Ja. Muss ich jetzt wieder runterspringen? Das ist doch kacke. Ich bin schon unten. Also das Gebiet ist schon ein bisschen belastend, wenn man das mal sagen darf. Aber wir wollen ja nicht meckern. Das ist ja Jammern auf höchstem Niveau. Jetzt sollte vielleicht die Haltung wieder wechseln. Aber so richtig mit der Stoßhaltung hast du eigentlich noch nichts gemacht, ne? Ich habe ihn gerade. Na, gerade eben ist er gesehen, geschubst. Aber ansonsten. Warum muss ich den jetzt schon wieder hin? Ey, kann man richtig irre werden. Hey? Such dir doch mal die Ecke mit den Kisten. Ja, ich suche doch gerade schon überhaupt erst bei dem Weg nach oben. Den hatte ich doch gerade schon gefunden. Das Problem ist nur, ja. Ach, hier geht ein Weg nach oben. Wenn du einmal runtergefallen bist, dann musst du erstmal wieder orientieren, wo du überhaupt gelandet bist. Du darfst dich nicht von denen treffen lassen. Ja, ja. Immer nach oben. Aber ich sag mal so, Gravitation ist eigentlich so bei mir mal Todesursache Nummer 1. Gar nicht mal der Bosse, sondern wirklich runterfallen irgendwo, das kann ich richtig, richtig gut. Schwerkraftkill. Ja. Ach, er schon wieder. Der andere, der wurde jetzt geweckt. Schön. Der wurde geweckt? Ach, der. Links da. Aua! Also, der ist leicht aggressiv. Kann man so nicht sagen. Mein Gott. Jetzt kommt der Pisser noch dazu. Hallo! Lass mich das mal einkillen, danke. Super. Der nervt schon, ne? Der nervt richtig. Aber ein Geistfunken. Oh Gott. Ja, die Sache mit der Schwerkraft. Meine Flasche ist schon mehr leer. Hat schon jeden Meister scheitern lassen, das ist so. Also vor allen Dingen, wenn du halt siehst, du kannst die Mobs nicht über den Rand werfen, aber dich werfen die da ohne Probleme drüber, wenn sie dich anspringen. Auch schon immer ein bisschen frech. Ja, schon. Weil ich denke mir so, Gleichberechtigung für alle. Oh, hier
Ja, da sieht's aus. Aufs Dach springen. Ach, guck mal, direkt beim Schrein. Ich hätte gedacht. Ich spring mal runter. Ja. Ich hab das Dach halt nicht gesehen. Ihr Lieben. Wobei, wir können ja noch warten, ob wirklich ein Bosskampf kommt, aber ich gehe davon aus, dass einer kommt. Es sieht schon verdächtig aus, wenn wir mal gemeinschaftlich da runterschauen. Das ist doch mit Sicherheit ein Boss. Dann müssen wir nämlich noch eine Vorhersage machen. Sieht schon so aus, oder? Soll ich mal eine machen? Ja, ist mit, mit Sicherheit ein Boss. Wir gehen davon aus und ansonsten bleibt die Vorhersage, bis der erste Boss kommt. Ihr könnt also schauen. Ihr habt ja heute die Performance von Mario schon gesehen. Also die Schwerkraft war das Problem. Ja, ja. Hier gibt es ja keine Möglichkeit reinzufallen irgendwo. So, also die Vorhersage läuft. Wenn ihr wollt, gebt Punkte rein, wenn ihr glaubt, dass Mario das hinkriegt. Wenn das denn ein Boss ist, ja oder nein. Was soll das sonst sein? Oh, sehr zurückhaltend heute. Sehr zurückhaltend. Da gönnt ihr euch ja richtig. Ah ja, okay. Oh, oh. Oh, es geht schon wieder los. Das ist natürlich richtig fies, dass ja. Das auch noch kommt. Bei einem Boss ist das schon richtig schade. Ach, aber guck mal, der ist auch mit verzaubert. Aber es tickt so oder so runter. Das ist ja frech. Das ist ranzig. Das ist richtig ranzig. Also wenn Anni was gefunden hat, dann immer schön tief in die Wunde. Ja. Du machst das. Du kannst das. Nein, wirklich, glaub dran. Du bist doch Profi. Ja, das wirst du ja dann sehen, wenn du das nächste Mal als Eiswürfel angekrochen kommst und Wärme willst. Dann zeige ich dir die eiskalte Schulter. Eiskalt. Eiskalt. Die Hälfte der Punkte hast du gesetzt. Punkte. Oh je. Ihr beide seid wieder gut dabei. Sehr schön. Ihr seid gegen Mario. Hm. Eieiei. Wobei Glotzi ist für und Miri ist gegen. So sieht's aus. Und Dennis hat... Da kann ich mir jetzt aussuchen, wen ich mehr mag. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ja. Also, Vorhersage, die Abstimmung läuft noch. Einer so, andere anders. Ja, genau. 10.000. Nicht das eiskalte Händchen? Ja, ich bin das eiskalte Händchen. Wir können auch leveln hier. Ja, dann level. Aber auch so viele Punkte zum Reinstecken. Ja, die Lähmung, da würde ich einfach immer noch was reingeben. Miri, du bist natürlich gegen Mario, damit er motiviert bleibt. Was soll das denn heißen? Auf dem Theater hier aus Aargenau. Keine Ahnung, ob man die so gut skillen kann, dass die sinnvoll sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt irgendwann gut werden, aber... Ja. Da stand doch irgendwas mit Feuerkreis. Ach so, die können Lehm, Feuerkreis und Felsenfest verwenden. Hm. Oh, das ist dann aber schon Premium. Ja, dauert aber noch, bis wir da wirklich sind. Ah Gott, ich weiß nicht, was ich skillen soll. Und Dennis, ja, wir sehen es an der Zahl vor deinem Namen, was du getippt hast. Vor deinem Namen wird eine 2 angezeigt. Das heißt, du hast die zweite Antwort gewählt. Wie kann man so viel skillen? Was skillen wir denn? Wir haben noch 2 Punkte. Wenn du Gegner triffst. Das hatten wir ja keine Ahnung, wissen ja nicht, wie das funktioniert hier. Vielleicht geht es auch erst dann, wenn man das gewählt hat, dass ja, man dann dadurch. Komm, wir nehmen das mal. Ja. Und wenn ein Gegner gelähmt ist, Angriffsreichweite. Dass man nicht so nah dran stehen muss oder was? Na komm. Ja, einfach. Wir skillen einfach mal rein. Ich meine, Lähmung nehmen wir relativ häufig, ne? Von sich selbst kann man das nicht sehen. Das ging früher. Normalerweise schon. Noch ein Dennis, ja. Neben der Spur ist auch ein Dennis. Doppel-Dennis. Doppel-Dennis. Ein Dennis-Doppelmatch sozusagen. Kennt man. Hat Aids. Ja, los geht's. Hauptmann Lotusblick. Ach, Halleluja. Oh, mein Gott, das hat er denn? Au, au, au. Hey, hallo. Freundchen.
Ich denke mal, du musst so schnell wie es geht die Figuren kaputt machen, damit dann niemand... Okay, das sieht schon mal... Das sieht schon mal richtig scheiße aus. Ja. Oh wei, oh wei. Das ist ja wirklich schlecht. Hey! Hey. Boah, Alter, das ist jetzt schon dran zu Boss. Jetzt schon keinen Bock mehr drauf, den. Ja. Vielleicht lenken die Affen ihn mal ab, vielleicht wird es mal gut nicht. Oh, war wieder schade. Was ist das denn? Jetzt hat er seine eigenen Figuren gelegt und der macht dieses Portal. Bist du da sicher? Oh, ich kann mich wieder heilen. Oh Gott, was ist das denn? Oh no! Oh Gott! Ah. Oh mein denn? Gott! Was ist mit euch nicht in Ordnung? Kannst du die kaputt machen? Nee. Mission Impossible hier! Was ist das denn? Wow. Okay, der Boss ist scheiße. Ja, nee, aus. Ein Kackboss. Mann! Bleib stehen! Feigling! Oh Gott. Die scheiß Verwandlung kommen. Ey, der portet sich halt auch richtig belastend. Oh Gott, ist das ranzig. Eilen. Ah, ich kann doch nicht. Achso, ich dachte schon, ich bin wieder aus der Form rausgeprügelt worden. Oh, schade. Mit dem Kopfnuss. Mhm. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott, jetzt kommen die Dinger wieder. Na, na, na. Das sieht aber nicht gut. Oh mein Gott. Hallo? Das ist wirklich Mission Impossible. Hey, hallo? Kommst du mal wieder runter? Sehr gut, sehr gut. Oh fuck. Kommt dieser Scheiß schon wieder? Ach, meine Flasche ist leer. Ja. Schade. Gestunt, oh mein Gott. Boah, first try. Okay. Alter, krass. Ich hätte gelacht, wenn ich hier drauf gegangen wäre. Also, der war ja mächtig. Frostsprossenzweig. Her mit dem Silber. Erhöht die Frostresistenz moderat. Okay, ach, alles klar. Ich nehme das mal kurz mit hier. Ja, ja, mach mal. Geisterkern. Ah, das war ja stark jetzt schon. Der war anstrengend. Sah so aus. Ja, ihr mit kriegt der Seele. Gleich die Punkties, aber uiuiui. Wichtige Gegenstände. Der Geist von Hauptmann Lotusblick. So, Punkte. Ja, erstmal Pünktchen.
Wow. Wirklich wow, ne? Also, krass. Für einen Hauptmann schon Loser. Schon, ne? Eieiei. So, der Geist von Hauptmann Lotusblick. Der hat übrigens einen coolen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ne? Eine einzigartige Ansammlung von Geistessenz, die nicht kultiviert werden kann. Warum sammelst du sie nicht ein und erforscht ihr Potenzial ein andermal? Ja, und wo? Hm. Hätte ich ja gedacht, dass irgendwie die Seuche dann weg ist oder so. Ja. Aber der war ja schon interessant. 10.000 gesetzt, 29.000 bekommen. So lohnt sich's. Das ist sehr gut. Aber mit seinen komischen Laserstrahlen da und so. War da links noch was hinter dir? In der Ecke? Nee. Feuer. Nur Feuer. Okay, das ist jetzt der Standardkram. Das heißt, entweder sind jetzt vielleicht die Siegel verschwunden vor diesen zwei Gittern, welche auch immer das waren. Eins im Erdgeschoss. Nein, da waren 1000 Gitter, die zu waren. Ich kann mal gucken, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die Siegel weg sind. Oh mein Gott. Der schubst wieder. Ich muss ja heilen. Ist mir gerade aufgefallen. Ja. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir trotzdem mal gucken, ob die ja wirklich offen sind, die Siegel. Ja, ja. Hier springe ich nicht runter, ist mir zu hoch. Aber haben wir die gleiche Waffe? Ja, du hast immer einen Stab. Also der hat aber, gibt es verschiedene Varianten von den Stäben, verschiedene Sets und so. Aber du hast generell immer einen Stab. Das gehört ja zu der Legende. Ja, ich war da irgendwie. Naja, auf eine ist auch mal fies, ne? Aber der Stab hat auch verschiedene Kampfstile. Also kann man auch durchwechseln. Wir haben jetzt gerade noch einen freigeschaltet. Mhm. Hat man vorher nicht gehabt. Das variiert das Ganze schon mal noch ein bisschen. Allerdings gewöhnt man sich ja schon über eine Weile immer an die gleiche Haltung. Kämpfen. Ja, wobei der eine hier, also diese Stoßangriffshaltung, dadurch, dass sie halt nochmal eine größere Reichweite hat, ja, werden wir schon vorstellen, dass man dann ein bisschen besser an einige Gegner rankommt. Das ist Kälte gewesen, oder? So. Ich seh dich da immer schon so ein bisschen runterrasseln, ey. Mhm, ich auch. Wie kommt man denn jetzt wieder runter? Weil jetzt die ganze Zeit wirst du runtergeprügelt, noch und noch, ja, und jetzt finden wir den Weg nicht mehr. Ja, irgendwo hier vielleicht. Ja. Wenn man jetzt noch wüsste, wo diese Siegel vor waren. Und Lucarius, Hallöchen. Doch, da waren Siegel. Die Siegel sind weg. Cool. Legt denn ein Schwert im Körper? Mhm. Ein Säbel. Ja klar. Okay. Das ist ein Zauberspruch. Speie Flammen, wo Asche liegt, denn der Ruhm ist bald versiegt. Der Außerkorone verwandelt sich in einen Ratten-Guai und greift Gegner an, während er heftige Flammen speit. Die Gegner mit dem Brandflug belegen. Fokus, der von der Verwandlung aufgebaut wurde, kann umgewandelt werden. Witzig, dass wir jetzt eine neue Waffe haben, Miri, wo du gerade gefragt hast, ob man immer die gleiche Waffe hat. Das ist ein Zauber, das ist keine Waffe. Ach so, ich. Ja, ja, gut, aber. Oh, war es ja auch irgendwie arm. Kann man jetzt mit ihm dann noch was machen? Vier treue Hauptmänner. Wir haben gerade den ersten in diesem scheiß Gefängnis. Anscheinend. Oh. Mhm.
Oder er meint mit Hauptmännern gar nicht diesen Bossi, sondern vielleicht einfach die, die so eine komische Körper haben. Gab's aber mehr. Also, ja. Der gute Samenboy, wir kennen die nicht. Viel Spaß im Lurk, Luca. What kind of hero am I? Ach, der noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob der... Nee. Irgendwie so sinnvolle Sachen hat er jetzt nicht gesagt, nee. Außer dass er vier Hauptmänner irgendwie vom Leid erlösen sollen. Da haben wir angefangen, oder? Mhm, genau. Nee. Wobei die Zelle, wo wir rausgebrochen sind. Halt ich mal. Alter Flattermaus. Oh, da könnte es ganz gut einsammeln hier. Mhm. Aber es hat nichts am Flug geändert, ne, den wir sonst immer so kriegen. Bin mir nicht sicher. Dreht sich das Ding in der Mitte dann noch? Ne, wir waren doch gerade verflucht. Naja, aber das war ja noch vom Boss. Nee. Nee? Das war gerade schon wieder. Ach so, oh. Glaube ich. Cooler Kampfmove ja. Hier. Ah, hier. Moin. Na, wer bist du denn? Oh. Er hat aber ein großes Schwert. Ja, aber es bleibt doch schön im Boden hängen. Boah, also die Reichweite ist stark von dem von der Stabhaltung. Verstoßhaltung, nicht Stabhaltung. Aua. Eigentlich cool. Da kommst du gut ran. Hat er einen Purzelbaum gemacht, der Gute. Eisensand, wieder was zum Schmieden. Ich glaube, die nächsten Dinger waren oben. Du könntest dich natürlich jetzt so hoch porten, ne? Ich laufe einfach hoch, ganz normal. Nein. Gott. Ich will aber wirklich alles und jeder in den Himmel befördern. Ich mich auch. Ja, das ist wirklich so. Und die haben auch alle irgendwie so ein Aggressionsproblem. Vor allem diese kleinen Pissnelken hier, ja, weißt die du? Die nerven halt richtig. Schweinefledermäuse oder was auch immer. Ganz komisches Zeug. Oh nee, nee, geht wieder los. Wir werden wieder irre. Irgendwo hier bei den Zwischendingern war ja auch noch so ein. Ja, war da oben, glaube ich. Macht man eigentlich mehr Schaden oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich, man macht nicht mehr Schaden, sondern es ist alles schwerer. Der Hard Mode sozusagen. Mhm. Sollten wir Aggressionstherapie machen? Ey, bin ich auch der Meinung. Das geht ja so nicht. Ich habe also wirklich immer das Gefühl, dass man durch irgendwelche Wände durchhauen kann, weißt du? Ja. Die sehen so offensichtlich aus. Ja, aber es ist halt nicht der Fall. Stopp hier jetzt nach links.
War auch nicht. Hier ist offen. Hä? Ich glaube, das war oben. Ja. Wollen wir schon auf ein anderes Gebiet? Irgendwas, was nicht so irreführend ist. Das ist eine Vollkatastrophe. Gab's, also es gab doch, also wie gesagt, die Duke Archives waren halt ähnlich bei Dark Souls 1, yeah. Aber was ich noch schlimmer fand, war hier die von, wie hieß denn das Gebiet? Von Demon's Souls. War da auch so ein Knastgebiet. So ein Kerker. Ja, ein Kerker war das, ja. Willst du eigentlich diesen neuen Zauber mal ausrüsten? So, ja, können wir mal gucken. Weiß nicht, ob der cool ist. Ach, da war statt. Ach, wieder statt dem Feuer. Aber es ist auch ein Feuer. Ja. Wir haben ja noch nicht so viel reingeskillt in die anderen, oder? Haltet man überhaupt durch? Ja, du musst jetzt mal dahin. Dann würdest du den jetzt auswählen rechts, ne? War das nicht der? Nee. Nee. Moment. Sekunde. Warte mal, hier durchschalten. Na, geht das nicht, wenn du da reingehst? Nee, da kannst du nur skillen oder was? Ja. Okay, vielleicht gehen wir nochmal zur Ausrüstung. Unten? Nee, unten ist nur Foto. Nee. Ach, ich glaube, es geht nur am Schrein. Ach so, ja, das kann sein. Da steht nämlich irgendwas, so wie Zauber einstimmen, wie bei Dark Souls. Ach so, ja. So, oder, es war ja auch immer so. Du spendierst den Box, sagt Joe. Hier, für das Training. Damit die mal wieder klarkommen. Ja, da kommt man auch nicht ran. Ja, ich glaube, hier drüben war die, die Tür. Die Tür ist offen. Also gleich, oh Gott. Oh je. Weg da von der... Das ist so ein, muss ich sagen, ein kleines Manko, dass man die Gegner halt nicht runterschubsen kann. Ja. Oh nee. Die werden ja mal größer. Sind bestimmt die Hauptmänner. Ja, ich habe halt auch gedacht, vielleicht sind das eher die Hauptmänner. Also. Die halt hier Sachen bewachen. Aber warum hieß der andere dann Hauptmann Lotusblick, oder? Ich habe keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall sehr viele Lebenspunkte. Ja. Und der hat noch, oh Gott, noch einer. Alle sind da. Alle. Die können sich mal gegenseitig platt machen. Er hat auf jeden Fall eine ziemlich lange Waffe. Hammer. Auf. Ja, ja. Ich sehe dich schon purzeln, ey. Quatsch. Extra. Sammel ein. Mann! Sammel ein. Gib mir eine volle Flasche, oder? Ja. Geil, oh. Versklavter Yaksha. Neuer Geist. Ich hab immer noch unseren Kopf nur Spoil. An sich finde ich das schon ganz cool. Ah, jetzt kommt wieder die. Der Modus, du hast du schon die Kiste Na, da haben wir doch die Dings rausgeholt, oder nicht? Hier was die... haben wir denn geholt? War da nicht Sand drin? Ich hab's schon vergessen. Verdammt. 2 Minuten kann man sich nicht merken. Du hast die noch nicht aufgemacht, weil da nämlich so viele Gegner drin waren in dem Raum. Und dann, deswegen bist du rausgelaufen. Du könntest recht haben. Tatsache. Gar nicht dran gedacht. Vielen Dank. Für den epischen Mist, der hier drin ist. Hey. Kommt jetzt bestimmt mehr Sand drin oder so, ne? Kalte Eisenblätter. Geisteskern und kalte Eisenblätter. Die waren auch zum Bauen von Rüstungen. Ja, und Geisteskerne, oh, warte mal, wofür haben denn die gebraucht? Für die, Na, für hier für so... Gurde, ne? Nee, hier für dauerhaft HP und so ein Kram. Ja, ja, wo
wo wir so Sachen herstellen konnten. Ja. Unangenehm. Manchmal, ne? Hier, ne? Ne, hier nicht. Am Dacke. Hier ging's nach oben. Wir kämpfen uns jetzt langsam nach oben. War oben denn auch nochmal so ein Siegel? Ich glaube schon, ja. Nicht weiter, alles klar. Gut, geht's nach oben? Dann müsste ja dann der Schrein sein und ich würde sagen, dann kannst du mir übernehmen. Ich hab gesagt, machst du den blöden Bereich fertig? Ich mach den blöden Bereich fertig, natürlich mach den blöden Bereich Dankeschön. Fertig. Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Nachdem du dann jetzt eine Stunde abgekribbelt hast. Ja. Oh nein. Oh Gott. Oh, ganz weinerlich. Nein. Oh, ich fühle diesen Bereich überhaupt nicht, was soll ich sagen. Ich würde mir da halt auch einfach nicht so viel angucken. Nee, ich guck mir ja auch nichts an, ich will einfach nur durch hier, aber das Problem ist, ich kann mich auch schlecht orientieren hier. Alles gleich aus. Der ist so schnell. Jetzt hat er wieder seinen Kumpel gesehen. War ich halt beide platt. Auch kein Problem. Ich meine, was war denn jetzt oben noch? Ne, wir sind ja gerade hochgegangen. Ja, aber was war denn hier? Na, da kommt gleich der Schrein und dann können wir da weitergehen, theoretisch. Hoffe ich. Weil hier war ja der Weg zum Bossi, ne? Ja. Ich mein's einfach oben, hinten weiter. Genau, da hinten hoch irgendwo. Ach komm, gib her. Ich übernehme. Ne, ich mach schon. Alles gut. Aber ich war jetzt mental bereit. Alles gut. Nee, alles gut. Mario will ja nur. Ich war ja, nee, ich war ja auch mental drauf vorbereitet, ja, dann, dass ich jetzt weitermachen muss. Ja, dann mach weiter. Hier, da, genau. Jetzt ist ja nur geil. Loot. Epix. Okay. Der ist aber schon ein bisschen größer. Ganz schön muskulös. Na, Lähmung ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ohne Lähmung würde ich hier nicht spielen. Ohne Lähmung, ohne mich. Genau. Noch mehr Sand. Also richtig viel Kram fürs. Kannst du nachher bauen gehen. Und du wirst wieder verrückt. Ja, aber es ist perfekt, weil hier waren ja noch diese. Hier waren noch zwei so eine Dudes. Die habe ich ja vorhin leider nicht weggekriegt. Wo sind die hin? War noch eigentlich hier, oder? Na, einen hast du ja umgelegt schon vorhin. Ach, die waren da hinten, glaube ich. Ja, hier kommt jetzt die blöde Stelle, wo ich vorhin 30 Mal runtergefallen bin. Ja, weil von links. Hat keiner gesehen. Noch ist er nicht tot, Klotzi. Noch ist er nicht tot. Ja, jetzt muss ich den ganzen Scheißweg wieder hochlaufen. Ja. Ach Mann, hör doch auf. Du kannst den Schrein nehmen und einfach hoch zum Schrein warten. Ja, dann muss ich erstmal den anderen Schrein wieder finden, weil ich bin nämlich noch nicht ganz unten.